Der Menhir Castelforte, einst Crocicchia genannt, trägt diesen Namen durch ein Lehnen des Nachbarorts Taviano, wo er ursprünglich stand, als er im 19. Jahrhundert von Cosimo de Giorgi gefunden wurde. In der Folgezeit wurde dieser Menhir vom Forscher Pino de Nuzzo in Ragale, wenige Meter von Castelfortes Peripherie, lokalisiert, wo es eine alte Felsensiedlung gab. Seit damals wird der Menhir Castelforte genannt. Man denkt, dass die Menhire in der Vergangenheit rituellen Gottendienste gedient haben. Ihre Formgebung lässt an die Phallus-Symbologie denken. Vermutlich wurden sie während Befruchtungsritualen der großen Göttinmutter Erde genutzt. Die Dolmen sind Zeugnisse der salentinischen Megalithbauwerke. In Ragale gibt es den Dolmen Specke, das heißt gemeint in einer Erhöhung, auch Ospina genannt. Leider kann er in seiner ursprünglichen Pracht nicht bewundert werden, denn er ist seit langem umgefallen. Er liegt am Fuße des Hügels Specchia, auf einem alten Feldweg, der von Ragale nach Torre Suda führt, neben der Masserie Ospina. Man dachte am Anfang, dass die Dolmen Opferaltäre seien. Nach Ansicht vieler Gelehrter stellen die Dolmen eine Art prähistorisches Grabmal dar. Eine andere Art salentinische Megalithbauwerke sind die Steingräber, das heißt kleine Hügel aus gesammelten Steinen, die auf größeren Anhöhen von Städten gebaut wurden. Viele Forscher behaupten, dass die Steingräber zu Ehren einer hochstehenden Siedlungspersönlichkeit gebaut worden seien. Deshalb wurden viele Steingräber des Salentos zerstört, um vermeintliche versteckte Schätze zu entdecken. Was gefunden wurde, wurde in Mundart Acchiatura genannt, das heißt die Entdeckung.